Ah, hoi meine lieben Freunde, hier sind wir wieder zu Far Cry 3. Hier ist wieder euer Captain Kaimi und alles wie gehabt. Wir halten uns an unseren im letzten Part besprochenen Plan. Halt, ich möchte die Waffe wechseln. So. So, da haben wir die auch erledigt. Das meinte ich eben. Solange ich diesen Stützpunkt nicht besiege, werden da hier immer wieder Leute rankommen. Und ja, das, wie gesagt, das gehörte zu dem Plan, zuerst den Stützpunkt auslöschen. Hunde, Wildschweine, was weiß ich. Na, wo bist du? Bist du hinten rübergefallen? Bist du tot? Oder? Ja. Ja, mein Freund, das ist auch mal wieder eine neue Art von Yoga. Kann man sich auch mal gönnen. Kann ich nur empfehlen. Mache ich auch gerade in diesem Moment. So da sitzen. Ist nicht immer so entspannt, wie es aussieht, aber es bringt einen eindeutig. Es bringt einen was, ja, eindeutig. Ekelhaft. Oh. Was hier nicht alles vom Himmel runterkommt. So, wir können ja nochmal unser Glück versuchen. Ich könnte mich rein theoretisch hier oben reinschleichen. Wie gesagt, theoretisch. Oh, hier scheint noch was Schönes drin zu sein. Diese Hunde nerven auch manchmal ein bisschen. Da finde ich ja auch das neue Far Cry Primal super geil, wo man die Tiere bändigen kann. Und dann einfach für sich kämpfen lassen kann. Das ist super dann. Wenn es das hier schon gäbe, meine Güte. Aber die haben die Tiere schon ganz gut eingebracht. Die haben ja versucht, dass hier in solchen Stützpunkten ab und zu mal ein Tier gefangen gehalten wird und halt unterschiedliche Sachen. Leopard oder was weiß ich, Tiger, also auch teilweise sehr gefährliche Sachen. Und wenn man da dann eben auf den Käfig schießt, dann bringen die Viecher einen schon ein bisschen was. Ich glaube, ich konnte hier auch diesen Alarmknopf irgendwie ausschalten. So, hier ist schon mal einer. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie ich die anvisieren kann. Einfach so. So. Da habe ich euch, glaube ich, auf der Karte so markiert. Oder auch nicht. Hier kann... Takedown-Angriff von oben habe ich ja noch nicht geskillt. Oh, könnten wir sogar mal skillen jetzt, wo es gerade handgreiflich wird. Hüftschütze, Takedown von oben, Tod von oben. Ruhige Hand. Nein. Ich gucke nur noch mal ganz kurz, was es so sonst noch so gibt. Oh, das ist auch gut. Das ist hier generell. Das würde ich ganz gerne so früh wie möglich. Oh, das kann ich sogar. Eins davon mache ich jetzt. Und das mache ich später. Die Spinne... Naja... Ist mehr so Bogenschützen, Sneaky, Scharfschütze. Ich glaube, ich mache das hier noch. Tod von oben. Kann ich das denn schon?
Ach, ich muss erst die Granaten. Ich hab ja die noch gar nicht. Ach. Ja, hübsch, gell? Ich möchte aber diesen Scharfschützen da oben zuerst. Ah. Wo kann ich rein? Von wo komme ich rein? Ich glaube, das war jetzt doch ein bisschen ungünstig, die Position, die ich mir hier ausgesucht habe. Ja. Der will nicht so ganz markiert werden. Ah, hier kann ich rein. Sehr gut. Ich glaube, von da oben habe ich zwar alle im Blick, aber die haben mich auch im Blick. Deswegen ist es ein bisschen blöd, da reinzusteigen. Kann ich ihn jetzt anvisieren? Ja. Oh. Ich wollte auf jeden Fall diesen Kasten da kaputt machen. Damit sie wenigstens schon mal keine Verstärkung mehr rufen können. So, der da guckt nicht. Wenn du dich umdrehst und der da oben wegguckt. Stein werfen. So. Alle Alarme deaktiviert. Das ist doch schon mal was. Sieht er mich? Sind nur noch zwei da? Ich hätte das jetzt auch noch ein bisschen mehr sneaky machen können. Aber ich hatte die jetzt alle so gut in der Übersicht. Da habe ich gedacht, hau einfach mal drauf. War gar nicht so schlecht, fand ich jetzt. Das ganz gut ausgenutzt. Benutzte Nadeln. Kann ich gleich noch zu dem Koks mit benutzen. Sehr gut. Ach nee, Koks schnüffelt man, oder? Ich war keine Ahnung. Koks, ich glaube Heroin spritzt man sich. Ah, ich habe da keine, ich weiß nicht so richtig. Es ist manchmal auch ganz gut, wenn man sich da nicht so sehr auskennt. Es gibt immer noch was zu tun. Da oben lagen noch zwei, brauche ich die unbedingt? Naja. Das dauert ja auch nur ein paar Sekunden, die jetzt mal durchzuchecken. Mehr Geld, ich hab... Diese scheiß BWLer laufen ständig mit einer vollen Börse rum. So, Wanted. Ich könnte so eine Nebenmission machen, das würde uns aber von unserer ursprünglichen Idee abbringen, denn die beinhaltete, auf Tapirjagd zu gehen und dann die Mission, die Hauptmission weiter zu verfolgen. Und ich glaube, diesen Plan möchte ich auch weiter verfolgen. Je nachdem, wie ich die Hauptmission, wie spät ich die anfange oder wie lange die gehen, kann die Folge auch mal etwas länger als 20 Minuten gehen. Ich glaube, das nehmt ihr mir ja nicht übel. Halt, hierhin wollte ich. Jetzt finden wir wieder keine, wollen wir wetten? Ach, da oben. Möchte ich da jetzt unbedingt hoch? Ach, nur wegen den Tapiren? Ach, wisst ihr was? Bevor ich hier noch mehr Zeit verplemper. So, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ich bin nicht der beste Fahrer. Hä? Wo ist hier überhaupt? Ist hier überhaupt noch ein Weg? Nichts mehr zu erkennen. So. Medusa! So, Piraten, so wimmeln. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Ach so. Das ist nochmal. Oh, ich glaube, der Part wird ein bisschen länger.
tot? Ist der tot oder tun die nur so? Um mich vorbei zu schlendern, muss ich das denn? Okay, Jason, Zeit, diese Piraten zu erledigen. So, ich muss, also bevor ich sowas starte, mit dem Hinsprinten und dann Messern, dann muss ich immer auf die Tastatur noch mal ein kleines bisschen gucken und mir das zurechtlegen. Weil ich finde, also ich bin eigentlich eher so ein Consolero, also ich spiele normalerweise Spiele eher auf der Konsole und da kriege ich hier schon leicht Krämpfe immer, wenn ich mit der PC-Version spiele. Entdeckung vermeiden. Funker lautlos töten, um an die Informationen zu kommen. Oh, ist er das? Das ist er wohl anscheinend schon. Ah, das funktioniert noch nicht so ganz mit diesen Anvisieren. Ah, ich glaube, das hatte ich schon immer das Problem. Takedown von oben. Komm, Takedown von oben. Komm noch ein bisschen näher. Oh, komm schon. Ich war ganz nah dran. Es hätte so gut funktioniert. Es hätte so schön funktionieren können. Ja, lenke sie das nächste Mal mit einem Stein. Ich möchte es nochmal so probieren. Ich möchte den Stein noch ein kleines bisschen weiter nach vorne einfach nur legen. Ich will das jetzt nochmal ausprobieren. Der stand nämlich so gut für so einen für so einen Takedown nach oben, den ich noch gar nicht geskillt habe. Genau. Genau, daran lag es nämlich. Bringe dich über einen Gegner so in die Position, dass das entsprechende Symbol entscheidet. Achso, da liegt nämlich der Hund begraben. Das war noch nicht da. Springe mit Leer auf ihn, um ihn schnell auszuschalten. Du erhältst fünffache EP. Das ist mir ja erstmal egal. Es geht einfach darum, dass es geil aussieht. Hey Jason, und nützlich ist. Diese Piraten zu erledigen. So, hier ist er, der Funker. Ich lasse ihn noch ein bisschen herlaufen und dann werfe ich den Stein. Ups, jetzt komme ich fast noch auf die falschen Tasten. Ja, komm, ich habe den Stein diesmal noch ein bisschen weiter näher ran. Es hat wieder nicht so ganz geklappt. Ja, nee. Nee, hat nicht so ganz geklappt. Ja gut, dann mache ich es anders. Dann gehe ich vom Boden ran. Dann mache ich das anders. Schade eigentlich. Er steht eigentlich ganz gut. Ein bisschen weit weg anscheinend. Und das ist sehr nett, dass ich hier wieder starte. Ah, hier Kamera. Foto machen. Es geht mir jetzt eigentlich eher darum, wo du bist. Dieser Funker.
Der ist jetzt einfach weg, oder wie? Der stand ja da. Was ist denn das jetzt? Was ist denn jetzt? Irgendwas ist falsch geladen gerade an dem Spiel. Die sind alle noch tot. Ich dachte, das ist der Funker. Einfach mal drauf, dass das Spiel noch mal lädt. Weil das ist ja der Funker. Oder bin ich blöd? Oder ist er hier irgendwo anders? Ach nein, das ist auch... Da, ah, okay. Okay, okay, okay. Ich habe wohl... Es ging die ganze Zeit um jemand anderen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist der Funker. Aber der liegt ja tot da. Also kann er das nicht sein. Das kann nicht meine Zielperson sein, hier der. Ich dachte es zuerst. Ups. Ich dachte die ganze Zeit, das ist meine Zielperson. Ja, so, 4 Minuten wieder mal verschwendet. Sehr gut. Das wird wohl irgendwo da oben sein, die Beute. Hier hat doch gerade noch was geblinkt. Ich übersehe hier bestimmt einiges, aber das ist mir jetzt auch erstmal egal. Dich hier, ich dachte, du bist der Funker. Ich dachte, dich muss ich lautlos ausschalten und der Rest macht sich dann von alleine. Naja, so wie es aussieht, gibt mir die Map auch nicht noch mehr Einsicht auf irgendwas. Solche lautlos Dinger, ich glaube, das ist nicht so meins. Toll, der sieht mich. Entweder er sieht mich oder er sieht mich. Dann geht doch einfach mal dahin. So, dann versuche ich mich mal ein bisschen von hier ranzuschleichen. Wie die in meine Richtung gucken, ist voll geil. Du sollst in die andere Richtung gucken. Was ist denn hier nur verkehrt? So. Das ist... Mehrere müssen wir sammeln. Jetzt haben wir es. Mehrere. Bestimmt da hoch geht's noch. Oh, ich muss mich mal kurz ein bisschen... Oh. Lange Aufnahmesession und ich sitze hier sehr unvorteilhaft. Vielleicht können wir auch mal kurz speichern. Okay, danke, dass wir darüber geredet haben.
Also ich weiß nicht, die Map gibt jetzt nicht so viel her. Wo der noch sein könnte, diese Funker. Ich sehe da drüben auf dem Schiff, sehe ich auch niemanden. Hier geht es nicht rein. So, gut. Oh, da ist doch einer. Hier hätte ich auch hochgekonnt. Dass sie das nicht merken, super geil. Jetzt zum Funkgerät. Ah, jetzt. Jawohl. Ich hatte gedacht, ich muss nur einen Funker auslöschen. Also die Mission hat mir jetzt, besonders diese Sneaky-Mission, die bereiten mir immer wieder ein bisschen Probleme. Das wundert mich, dass hier nur so wenige sind von denen. Ach, einmal drumherum gelaufen wieder. Wups, und nochmal gedreht und noch eine Pirouette. Videos in der PC auf. Der Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt, Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Alarm ausgelöst. Klingt jetzt nicht so toll. Granate wählen 9. Granate werfen, mittlere Maustaste. Sehr gut. Das habe ich doch nur gesucht. Und schon ist die Kacke am Dampfen. Wollen wir wetten? Ich höre sie doch schon. Und auf der Karte sind sie auch markiert. Ach. Ah, ein bisschen die Gesundheit wieder regenerieren, das wäre schön. Die regeneriert sich aber echt langsam. Ich glaube, ich werde das mal diesen Fähigkeitspunkten noch machen, der die doppelt so schnell regenerieren lässt. So, immer solche kleinen Salven abgeben, weil die AK sehr verzieht. Ich visiere auch immer sehr gern an, aus der Hüfte schieße ich jetzt nicht so häufig. Ach, das war's schon. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Die Piraten sagen, dass... Tristan, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. So, und ich glaube, ich werde jetzt hier auf den Schiffen oder generell nicht jede Kiste durchsuchen. Ich weiß schon, dass es da ja hauptsächlich nur solche Sachen gibt, die mir Gold geben. Und da habe ich ja momentan genug davon. Ich habe noch 2 Fähigkeitenpunkte. Ich werde jetzt nochmal drüber nachdenken, wie ich die richtig einsetze. Und dann machen wir im nächsten Part... denke ich mal mit der Hauptmission weiter. Also ich will hier schon recht gut erst einmal mit der Hauptmission vorangehen, soweit wie wir das schaffen. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei beim nächsten Part.
wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry 3. Bis dann.